Katis Kosmos, ihr Lieben. Hallo! Heute habe ich meine Oktoberfavoriten für euch, aber bevor wir starten, wollte ich euch einmal hinweisen, dass ihr doch unbedingt bitte noch bei meinen aktuellen Verlosungen mitmacht. Die verlinke ich euch natürlich hier oben. Und dann wollte ich auch nochmal alle neuen Abonnenten ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich immer über Videowünsche, Kritik, Fragen, Anregungen jeder Art in den Kommentaren. Ja, und in diesem Zuge freue ich mich natürlich auch, wenn du jetzt gerade hier neu auf meinem Kanal genannt bist und vielleicht Lust hast, mich zu abonnieren. Ja, und dann sage ich jetzt, aber endlich geht's los mit den Oktoberfavoriten. Ich habe diesen Monat nicht wahnsinnig viel für euch, aber Sachen, die mir in diesem einen Monat schon sehr ans Herz gewachsen sind. Und wir starten mal mit was Dekorativem, was ich euch neulich auch in einem Video gezeigt hatte. Huch, und zwar ist das hier diese wunderschöne Follow Your Heart Palette von Essence. Das ist quasi in der neuen, Theke oder in der aktuellen Theke quasi mit dabei, eine von diesen hübschen 9er Paletten. Und es gibt ja die etwas, ja, glitzerig buntere und dann gibt es eben diese alltagstauglichere, die mich total gekriegt hat. Die finde ich richtig, richtig super. Sie seht die Töne, die sehen wirklich sehr schön aus. Das ist so eine ganz alltagstaugliche Palette, perfekt für den Herbst. Hat auch so ein bisschen, ja, diese schönen, bisschen Kupfer-Rot-Braun Nuancen mit drin. Und ja, ist von der Pigmentierung mittel bis eher stark, würde ich sagen. Und die lassen sich super verblenden, mit denen lässt sich super arbeiten. Ich trage heute auch Farben aus der Palette und ich bin wirklich richtig, richtig angetan. Und das Ganze zu einem Preis von 6,95 € finde ich echt fair. Finde ich eine sehr solide, hübsche Drogeriepalette. Und wie gesagt, ist mir jetzt im Oktober sehr ans Herz gewachsen. Das nächste ist auch noch was Dekoratives und das hatte ich euch schon vor einiger Zeit vorgestellt. Und zwar ist es die Super Long Lash Mascara aus der Claudia Schiffer Kollektion von Art Deco. Und ja, ich hatte die dann zum Video zu der Zeit dann immer wieder getragen und dann war die so ein bisschen in Vergessenheit geraten, nach hinten gerutscht in meinen Sachen. Und irgendwie habe ich die jetzt wieder rausgefischt gehabt und trage die seitdem sehr oft. Also jeden zweiten, dritten Tag entscheide ich mich für die. Ich trage sie auch heute. Ich finde, die macht so ein, ja, sie macht wirklich sehr ein schönes Volumen, finde ich, und macht einen schönen Schwung. Und gerade mag ich die irgendwie richtig, richtig gerne. Also ja, eine schöne Alltagsmascara, würde ich jetzt sagen. Und kommen wir zur Pflege, denn auch da habe ich ein bisschen was neu entdeckt für euch. Und zwar bin ich in letzter Zeit öfter mal angesprochen worden, Mensch, Kathi, du siehst frisch aus, du hast so einen schönen Glow, ja. Dann kann man das manchmal aber nicht auf so ein Produkt zurückführen, finde ich. Oder das ist ja auch tagesformabhängig. Aber irgendwann bin ich dahinter gestiegen, dass ich das meistens dann gefragt wurde, wenn ich dieses Produkt hier verwendet hatte. Und zwar ist es der Glotion Day Dew. Das ist so eine, ja, eine Tageslotion von Pixi. Und was bei der irgendwie ganz witzig ist, ich dachte das erste Mal, wo ich sie aufgetragen habe, oh Gott, oh je, puh, das ist schon ganz schön glitzerig. Wenn man dann aber darüber eine BB-Cream oder Make-up trägt, dann schimmert das so ein bisschen durch und das gibt so einen tollen, natürlichen Glow. Also ich bin völlig begeistert. Die riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das erste Mal, wo ich sie verwendet habe, dachte ich auch, oh, die ist schon ganz schön kräuterig, aber jetzt ist genau das, was ich unter anderem auch sehr mag an dieser Creme. Und die hat eben auch einfach eine schöne Pflegewirkung. Also ist sehr feuchtigkeitsspendend, sehr pflegend. Und im Moment, gerade noch in dieser Jahreszeit, reicht die mir tagsüber mit einem schönen Make-up, was vielleicht auch noch Pflege mit drin hat, absolut aus. Also ich denke mal, zum Winter zu werde ich das noch mit irgendwas Pflegemäßigem kombinieren müssen. Im Moment, jetzt in dieser herbstlichen Jahreszeit, ist die eigentlich perfekt, auch als Tagespflege. Dann habe ich noch eine letzte Beauty-Sache und dann, danach kommen wir auch schon zu einem kleinen Lifestyle-Favorit, den ich euch noch sagen wollte. Und zwar habe ich jetzt erst hier noch ganz kurz meinen letzten Beauty-Favorit. Es ist auch wieder aus dem Bereich Pflege. Und das ist von Club Cosmetics, das ist die Tyrosinase-Reduktion. Und ich denke, viele von euch werden Club Cosmetics nicht kennen.
Das ist aber eine Marke, die ich euch echt sehr ans Herz legen möchte. Ich glaube, ich werde da auch nochmal ein extra Video dann dazu machen. Ich habe das Produkt auch schon ein Weilchen hier gehabt und bin jetzt so im letzten Monat endlich dazu gekommen, das mal zu testen. Diese Tyrosinase-Reduktion soll mich unter anderem, und das hatte ich nach dem Sommer mit meinen ganzen Sommersprösschen und ein bisschen Pigmentverschiebungen dringend nötig, die gleicht nämlich das Hautbild wieder so ein bisschen aus und hält auch Pigmentflecken und sowas auf, ja. Und ist auch, also, ja, auch faltenmindernd, ne, natürlich. Und ich habe die irgendwie echt wahnsinnig gerne verwendet, weil einmal hat die, ich liebe eh so Pipetten-Dinger, da stehe ich ja eh drauf, aber die hat nämlich auch wirklich einen tollen Effekt auf die Haut, weil was bringt es, wenn irgendwie ein Produkt schön anzuschauen ist und irgendwie gut riecht und so. Die hat wirklich auch eine tolle Pflegewirkung. Und ich habe so das Gefühl, mein Hautbild ist sehr viel gleichmäßiger, seit ich dieses Produkt regelmäßig verwende. Das soll man eben abends immer verwenden, nicht tagsüber, weil es dann, glaube ich, mit der Sonne auch reagieren kann und so. Insofern habe ich das immer abends quasi als Serum dann unter meine Pflege aufgetragen. Und Leute, ich habe wirklich einen ziemlichen Unterschied festgestellt. Es ist alles sehr viel ruhiger, auch ein bisschen, ja, Stirnfältchen auch erscheinen mir zumindest gemindert, ja. Und wie gesagt, also diese Pigmentunterschiede hat das wirklich sehr, sehr schön ausgeglichen. Ja, also absolut ein großer Favorit von mir. Wenn ihr Club Cosmetics noch nicht kennt, dann schaut euch die mal an. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Marke. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp, der eigentlich besser gestern zu Halloween gepasst hat. Und zwar habe ich noch einen kleinen Netflix-Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Ich bin ja großer Netflix-Fan und ja, leider ein kleiner Serien-Junkie. Neben Beauty ist, glaube ich, so Serien mein zweites großes Suchtmittel. Und wir haben mit meinem Mann eine Serie durchgesuchtet, wie die Bekloppten, die wahrscheinlich viele entweder schon geguckt haben oder noch auf ihrer Liste stehen haben. Und zwar geht es um die sehr spannende Gruselserie The Haunting of Hill House. Auf Deutsch heißt sie, glaube ich, Spuk in Hill House oder irgendwie so. Und Leute, ich bin echt ein riesen Horrorfan. Und ich habe so, so viele Horrorfilme, Gruselfilme, Gespenster, Geister, Haunted House Geschichten schon gesehen. Ich bin echt von meinen Brüdern da total verdorben. Ich liebe einfach Horrorfilme, ja. Und das ist wirklich mit Abstand eine der spannendsten Horrorgeschichten der letzten Jahre. Also klar ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel im Bereich Horror auf den Markt oder quasi in die Kinos gekommen auch. Und ja, auch so Serien gab es ja einige, American Horror Story etc. Da gab es ja vieles, was echt richtig gut war. Aber die, und wir sind beide Horrorfans, mein Mann und ich, wir waren uns echt einig, das ist wirklich seit Jahren eine der packendsten Geschichten in diesem Bereich gewesen. Und wir haben die wirklich durchgesuchtet, weil ich glaube, es liegt daran, weil die Charaktere relativ authentisch sind. Und ja, weil es einen dann irgendwie diese Gruselmomente mehr packen, weil man ist so nah dran an diesen Menschen, an diesen Charakteren, in der Geschichte. Und ja, man fiebert und gruselt sich so richtig schön mit. Und also wenn ihr es noch nicht kennt, dann und Horrorfans seid, weil das ist wirklich nichts für schwachen Nerven und bitte auch nicht alleine angucken. Also ich könnte mir sowas immer nicht alleine angucken. Ja, also dann sollte das auf alle Fälle auf eure Netflix To-Watch-Zettel wandern. So ihr Lieben, das waren also meine 5 Favoriten im Oktober. Schreibt mir doch bitte sehr gerne auch eure Favoriten unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig auch nicht nur über Beauty, sondern auch über Serientipps immer. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo, wenn ihr mir jetzt da lassen mögt. Und dann sage ich bis ganz bald hier auf Katis Kosmos. Tschüss!